Die automatische Wasserzuführungsregulierung AWR sorgt für eine zusätzliche Entlastung des Maschinisten. Direkt in die Tanksaugleitung der Feuerlöschkreiselpumpe integriert, besitzt die AWR neben dem Anschluss an die Feuerlöschkreiselpumpe und an den Löschwassertank eine B-Festkupplung zur Einspeisung einer externen Wasserversorgung. Im Inneren besteht die AWR aus einem federbelasteten Rückschlagventil hinter dem B-Eingang und einer Rückschlagkappe am Anschluss für den Löschwassertank. Die AWR arbeitet rein mechanisch nach folgendem Prinzip. Bei einem Löscheinsatz wird in der Regel zu Beginn das Löschwasser aus dem Löschwassertank entnommen. Hierbei fließt es durch die Rückschlagklappe zur Feuerlöschkreiselpumpe. Nach dem Aufbau einer Wasserversorgung an der Einsatzstelle erfolgt die Einspeisung des Wassers über die B-Festkupplung der AWR. Bei einem Überdruck von ca. 0,7 bar öffnet das federbelastete Rückschlagventil. Die Wasserzufuhr aus dem Löschwassertank wird automatisch gestoppt und die Feuerlöschkreiselpumpe wird mit Wasser durch den B-Anschluss der AWR versorgt. Ein manuelles Umschalten und eine Überwachung durch den Maschinisten sind nicht erforderlich. Die Rückschlagklappe verhindert, dass das eingespeiste Wasser in den Löschwassertank gelangen kann. Fällt der Druck in der Einspeiseleitung unter ca. 0,7 bar ab, erhält die Pumpe das Wasser automatisch wieder aus dem Löschwassertank. Druckschwankungen oder eine Unterbrechung der Wasserversorgung werden so zuverlässig ausgeglichen, ohne dass es zu einer Unterbrechung des Löscheinsatzes kommt.